Im Zuge des Elektromobilitätshype der letzten Monate verzeichnete der Renault Zoe die mit Abstand größten Verkaufszahlen. Das ist ein Grund für mich, diesen ausschließlich von einem Elektromotor angetriebenen kleinen Kompaktwagen von gut 4,10 Meter Länge auf einer ausgiebigen Probefahrt zu testen. Der Renault Zoe bietet Platz für bis zu 5 Personen und einen Kofferraum von 338 Liter Größe. Motorisiert ist er mit einem Elektromotor und einer Leistung von 92 PS, der ein Drehmoment von 220 Newtonmeter bietet. Der Zoe bietet eine Batteriekapazität von 41 kWh. Mein Selbstversuch besteht darin, einen Kurztrip nach Hoek van Holland, das heißt eine Distanz von genau 300 Kilometer ohne oder möglichst ohne nachzutanken zu absolvieren. Nach wenigen Tagen Probelauf im Nahbereich, bei der die Summe aus angegebener Restreichweite und zurückgelegter Kilometer den Selbstversuch sehr optimistisch gestaltet, soll es vollgetankt losgehen. Ich fahre im Eco-Mode, der zwar die Motorleistung drosselt, aber ein Autobahntempo immer noch oberhalb der üblichen Lkw-Geschwindigkeiten ermöglicht. Den Tempomat knapp unterhalb der 100 km/h-Marke eingestellt, bestätigt der regelmäßige Blick auf die Restreichweite den Hinweis des Navis, dass diese Distanz nicht ohne nachzutanken zu erreichen ist. Nach ca. 250 Kilometer lege ich auf einer holländischen Autobahnraststätte eine Kaffeepause ein und lasse den Zoo einfach bis auf 70% nachladen. Am Ziel angekommen zeigt das Bordmenü einen Gesamtverbrauch von 40 kWh. Das heißt, ich hätte es geschafft, aber ich wollte halt nicht auf den letzten Tropfen Strom ankommen. Bei überwiegend innerstädtischem Hollandtempo und entsprechend regelmäßigen Rekuperationsmöglichkeiten kommt laut Bordcomputer auch mal eine theoretische Reichweite von über 350 Kilometern zustande. An meinem Wohnort steht zur Aufladung nur eine normale Schokosteckdose zur Verfügung. An den meisten Ladesäulen in Holland, aber auch bei der RWE Aldi auf der Rückfahrt stehen zumindest 11 Kilowatt Ladeleistung zur Verfügung. Diese würden eine leere 41 kWh Batterie in 4 Stunden 30 wieder voll aufladen. Entsprechende Kabel sind Serienbestandteile des Zoos. Perfekt ist die im Fahrzeug Navi integrierte Suche nach Ladesäulen, die auch kostenlose Ladeports anzeigt. Ich habe mir die App myz.e. aufs Smartphone heruntergeladen, um den Ladezustand auch außerhalb des Fahrzeugs überwachen zu können. Zudem hatte ich mich für diese Fahrt durch weitere Ladesäulen-Finde-Apps meines Ladekartenlieferanten beziehungsweise der Community beholfen. Insgesamt war der 300 Kilometer Selbstversuch ein voller Erfolg, auch wenn die Distanzvorgabe ja, zumindest nicht ganz locker erfüllt worden ist. Der Zoo, auch mit 41 kWh Batterie, wird nicht der Wagen für die nächsten Familienurlaube, aber für die allermeisten Wege, nicht nur für den Nahbereich, ist er bereits heute gewappnet. Das Wichtigste, eine Batteriefüllung an meiner Haushaltssteckdose kostet mich 12 Euro und das ist auch ein Wort.